deswegen musste ich letztens so lachen, weil über die Kommentare beim Fort Nugget. Das ist natürlich auch nicht für uns ein Auto. Also das kommt doch. Diese Autos, die wir manchmal so zeigen, da kommen nicht immer irgendwie Autos für uns in Frage, sondern ich bin immer neugierig, ich war schon immer neugierig, wie Wohnmobile von innen aussehen. Und es gibt ja so viele verschiedene Wohnmobile und mich interessiert das einfach irgendwo. Und von daher dürfen wir ja bei dem Herrn Wendisch immer mal stöbern gehen und das finde ich halt ganz gut. Und dann gucken wir auch mal und vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Inspiration halt für uns mal später, ne? Weil wir werden, wenn wir dann mal wirklich mehr auf Reisen gehen, natürlich nicht bei so einem kleinen Wohnmobil bleiben. Da wird es dann doch ein bisschen komfortabler werden und deswegen lassen wir uns immer mal inspirieren. Und auch natürlich ist uns so ein Morelo zu lang. Aber über den Ford Nugget musste ich auch wieder schmunzeln. Ich komme da ganz bestimmt nicht in das Bett rein. Also ich kleine Wuchtbrumme, brauche gar nicht darüber nachzudenken, da hoch zu krabbeln und da rein zu krabbeln und geschweige denn nachts da raus zu krabbeln. Da ist gar nicht dran zu denken. Also und vor allen Dingen auch ein Auto ohne Toilette würde bei uns nie in Frage kommen. Also ich muss nachts immer zweimal raus und dann mindestens einmal, aber meistens zweimal so. Und da stelle man sich vor, man eiert da runter und krabbelt da die Leiter runter und auf die Küche und ach, so liebe Güte, nee. Also da sehe ich Bilder. Das wird nichts, nee. Also das ist nicht immer, dass wir diese Autos irgendwie für uns schön finden, sondern einfach eben auch mal zeigen, was es so für verschiedene Arten von Autos gibt. Und für junge Menschen, da finde ich das Auto überhaupt nicht verkehrt. Das kannst du im Alltag nutzen, jeden Tag. Und die sind gelenkig, die sind schlank, die können da hochkrabbeln. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, für junge Leute finde ich so ein Auto nicht schlecht. In der Küche war, glaube ich, mehr Platz als hier. Das steht fest. Also die Küche war nicht schlecht gewesen. Es war halt keine Toilette drin. Und das ist halt das, aber viele jungen Leuten macht das nichts aus. Manche leben im Auto und die gehen irgendwo in der Natur, was weiß ich nicht. Wäre für uns überhaupt nicht denkbar, aber bei jungen Leuten geht das, ne? Und bei so einem Morelo auch, der ist uns halt einfach auch zu lang. Wir wollen auch nicht so ein riesenlanges Schiff haben, sondern es soll schon kompakt sein. Und also ich persönlich, ich liebe Euge ja mit so einem Allrad. Also mein Herz schlägt immer ein bisschen höher, wenn ich so diese Allradmobile sehe, also irgendwie Bimobil oder so ein Unimog oder sowas. Ich finde das schon, das hat irgendwas. So, das ist so mein, da schlägt mein Herz halt einfach höher. Und die gibt es ja auch in etwas kleineren Varianten. Und also da werden wir uns auch noch mal ein bisschen fündig machen. Ich habe schon zum Herrn Wendisch gesagt, wenn er uns so ein Allradmobil mal angeboten kriegt, da soll er mal uns rufen. Also das würde ich mir wirklich gerne mal angucken. Das würde mich schon reizen, muss ich ehrlich sagen. Das hat schon irgendwas, also finde ich. Wenn ihr euch mal Video Gustav anguckt, oder einige von euch werden ihn vielleicht auch kennen, ist immer, wenn ich das Auto sehe, ey, das ist so geil, wirklich. Also das ist schon toll irgendwie. Ja, so, dann werde ich mal weitermachen.